Ein zweites Thema, was ein bisschen damit zusammenhängt, ist, wir haben ja auch in den letzten Jahren einen vermehrten Wandel in der Mobilität ganz allgemein. Das fängt an bei Tesla, die das Elektroauto in gewisser Hinsicht salonfähig gemacht haben. Es ist durch Corona viel passiert, Homeoffice, vermehrt wird wieder Radfahren. Interessant und letztendlich ist es für uns als Region wichtig, weil wir hier sehr, sehr stark in der Automobilindustrie oder durch die Automobilindustrie geprägt sind. Ganz, ganz viele Firmen daran hängen. Wie wird sich unsere Region wandeln die nächsten Jahre oder Jahrzehnte und was können wir vielleicht tun? Oder was kann auch die Politik tun, dass dieser Wandel positiv verstärkt wird? Also es wird sich viel in der Mobilität ändern. Es muss sich auch viel ändern, schon allein. Wenn wir jetzt das Pariser Klimaschutzabkommen anschauen und sehen, dass 30% der CO2-Emissionen aus dem Mobilitätssektor stammen. Das heißt, da müssen wir zu neuen Antriebstechniken, effizienteren Antriebstechniken kommen. Ich glaube, die Zukunft der Mobilität ist emissionsfrei oder emissionsarm. Das heißt, wir reden über batteriebetriebene Fahrzeuge, wir reden im Güterverkehr über Wasserstofftechnik, wir reden auch über eine verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Ja, auch Dinge wie Radautobahnen, ja, wo du quasi mit einem 27er Schnitt mal mit einem Rennrad fahren kannst. So etwas brauchen wir bei uns. Ja. Stärkere Vernetzung der Verkehrsmittel ist wichtig. Ausbau von Ladeinfrastruktur. Auch das Top-Thema autonomes Fahren, das bist du wieder bei der weiteren Führung der Digitalisierung, ist wichtig. Und ich glaube, und auch dann sind wir wieder bei der Digitalisierung und bei Geschäftsmodellen Sharing Economy. Also die Frage ist schon, wird künftig jeder sein eigenes Auto haben oder geht es vielmehr darum, dass ich mir Mobilität ankaufe? Wenn ich von A nach B möchte, dass ich mir raussuche, fahre ich mit der Bahn, fahre ich mit meinem Fahrrad, miete ich mir ein Pedelec, miete ich mir ein Fahrzeug? Also ich glaube, da wird es künftig ganz viele innovative Ansätze geben. Und wenn es uns gelingt, dass wir diese innovativen Ansätze bei uns entwickeln, dass wir dann auch bei uns die Fahrzeuge produzieren, dass auch die Zulieferer hier sitzen, dann haben wir auch ökonomisch was gewonnen.